Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Vergleich von verschiedenen Fräsern, die entweder mitgeliefert worden sind oder die ich mir über das letzte Jahr gekauft habe. Wir werden einmal alle durchgehen. Ich werde erzählen, für was ich die schon benutzt habe, für was ich die nicht benutzt habe oder auch nicht benutzen werde. Und danach machen wir einen kleinen Testschnitt, so gesagt, auf dem Holz, um zu sehen, wie sich die Oberfläche verhält, wenn wir bestimmte Fräser benutzen. Also dann, falls ihr schon mal Fragen habt, schreibt die in die Kommentare und ansonsten springen wir gleich mal rein. Fangen wir einmal mit denen an, die schon mitgeliefert wurden. Diese zwei wurden mitgeliefert. Wir haben ganz normale Fräser und wir haben auch V-Bits, also fürs Carving, für Engraving oder ähnliches. Das heißt, schauen wir uns erstmal die an. Hier haben wir alles von 3 mm bis 0,8 mm, geht in ungefähr 0,2 mm Sprüngen. Den 1 mm habe ich schon kaputt gemacht, deswegen existiert er so gesagt nur noch als Deko. Die Besonderheit bei diesen Fräsern ist, dass die keine Schneiden haben, sondern das ist eher eine rotierende Raspel. Also es entstehen keine Holzspäne, sondern eigentlich nur kompletter Holzstaub. Wir sehen nachher, wie sich das dann auf die Oberflächenqualität von dem Holz auswirkt. Hier haben wir dann ein Carve Bit, das heißt, wir haben einfach nur ein V-Carve Bit, wir haben ein V mit 15 Grad und das ist dafür da, um Sachen einzugravieren, also zum Beispiel Namen, irgendwelche Adressen, Schrift oder ähnliches, für die filigrane künstlerische Arbeit, sagen wir mal. Die halten an sich sehr, sehr gut, also man kann die, insbesondere den 3 mm, kann man sehr gut belasten. Der 1 mm ist bei mir kaputt gegangen, das sieht man im allerersten Aufbauvideo, weil ich einfach stumpf in das Holz reingefahren bin und der dann natürlich gebrochen ist. Aber ansonsten bin ich für so Basic-Holzsachen sehr zufrieden mit diesen Fräsern. Also kann ich nur jedem empfehlen, falls man nur Basic-Sachen macht mit der Fräse, also einfach nur irgendwelche Aussparungen ausfräst, dann sind diese Fräser vollkommen ausreichend. Jetzt sind sie raus. Diese sind auch sehr stabil, von denen habe ich relativ wenig benutzt und wenn ich einen benutze, dann immer denselben. Die sind auch für Holz sehr, sehr scharf. Im Aluminium habe ich die leider noch nicht getestet, aber kommt vielleicht bald auch ein Video dazu. Meine Schwester hat mir zum Geburtstag gleich ein ganzes Set geschenkt. Das heißt, wir haben hier Two-Flute Spiral Ball Nose, Two-Flute Spiral Flat Nose, Corn-Shaped einmal und nochmal Corn-Shaped das zweite Mal. Und diese schauen wir uns alle einmal an. Das heißt, wir haben hier diese Corn-Shape, wie ich sie genannt habe, rotierende Raspeln, einmal in Gold und auch einmal in Blau. Das ist angeblich eine goldene Titanbeschichtung und das ist eine Nano-Blue-Beschichtung. Ich habe weder diese noch die goldenen einmal benutzt, weil die im Endeffekt genau die gleichen sind, die ja schon vorhin bei uns hier mitgeliefert worden sind. Das heißt, man sollte sich dieses Set nicht unbedingt kaufen, wenn man diese in einer anderen Farbe haben will, weil die sind eigentlich genau die gleichen, die schon mitgeliefert worden sind. Natürlich, falls eins abgebrochen ist und ihr wollt dieses ganz bestimmte, zum Beispiel 0,8 mm, dann könnt ihr gleich natürlich das ganze Set kaufen und habt auch die anderen als Ersatz. Das Interessante sind hier zum Beispiel eigentlich die Kugelfräser. Da haben wir wieder 10 Stück. Das sind zweischneidige Kugelfräser, die an der Spitze wie eine Kugel geformt sind. Das Problem ist aber eigentlich an denen, oder beziehungsweise das einzige Problem an denen ist, dass die Kugelfräser gar keine Kugel sind. Die Spitze ist kugelförmig geformt, aber der Übergang von Kugel zu den normalen, zur Seite so gesagt, ist kein perfekter flüssiger Übergang. Ich kann es mal auf dem iPad anzeigen, dann versteht man, wie ein Kugelfräser eigentlich aufgebaut ist und wie dieser Fräser aufgebaut ist. Diese sind, soweit ich weiß, aus Wolframstahl, also sehr, sehr stabil, haben bis jetzt auch alles mitgemacht, was ich mit denen gemacht habe, sind relativ gut für Holz, wobei ich die für Holz nicht so verwende, sondern eher für Aluminium. Da kann ich hier zum Beispiel einen Fräser zeigen, da sieht man, wenn man ganz genau ranzoomt, sieht man, dass da das Aluminium in den Schneiden festklebt. Das ist der einzige Nachteil, wenn man diesen Fräser verwendet. Wenn man Aluminium fräst mit solchen Fräsern, dann muss man definitiv irgendein Öl oder ein anderes Schmiermittel benutzen, damit die Aluminiumspäne nicht im Fräser klemmen bleiben und dann einfach der Fräser
sich in ein Rührreibschweißwerkzeug verwandelt. Aber an sich sind diese Fräser sehr, sehr cool. Aluminium funktioniert wunderbar. Ich habe hier einen kleinen Test gemacht. Das heißt, man sieht, der kommt da sehr, sehr gut durch. Natürlich nicht so schnell. Alles braucht sehr lang, also dauert sehr lange und läuft sehr langsam, aber es ist an sich möglich. Das letzte im Set sind wieder diese Flachfräser. Das heißt, genau der gleiche Stahl wie bei den Kugelfräsern, aber diesmal mit einer flachen Spitze vorne dran und wieder mit zwei Schneiden. Der Nachteil bei solchen Werkzeugen ist, wenn man in Holz fräst, dass das Holz gerne nach oben ausfranst, weil das sind natürlich Upcut-Bits, also Upcut im Sinne von hochschneiden. Beim Fräsen ziehen sie das Material nach oben. Und da liegt auch schon das Problem, dass wenn wir auf Holz zum Beispiel fräsen, dass dann die einzelnen Holzfasern nach oben gezogen werden. Und das kann ersetzt, also nicht ersetzt werden, sondern verhindert werden, indem man eine Up-Downcut-Bit benutzt oder eine Kompressions-Bit, wie man das nennt. Das heißt, am Anfang gehen die Seiten in eine Richtung, aber am oberen Teil, also in dem Fall hier, gehen die in die andere Richtung. Das heißt, beim Fräsen wird von unten nach oben gezogen und am oberen Teil wird von oben nach unten gedrückt. Also eine Kompression, so gesagt. Deswegen nennt man diese auch Compression-Bit und damit verhindert man das Ausfransen am Holz. Von denen habe ich auch 5 Stück gekauft, benutze immer nur einen, weil die wirklich sehr, sehr lange halten. Das nächste in meinem Set sind Diamantfräser, so gesagt, mehr eigentlich für das Dremel-Tool gedacht, aber ich will mal testen, ob man damit auch Marmor oder ähnlichen Stein wenigstens eingravieren kann und deswegen testen wir das auch nachher gleich mal im Holz, um zu sehen, wie sich der Fräser verhält, ob das einfach eine reine Katastrophe ist oder man damit dann auch letztendlich zwar langsam, aber dennoch möglich zum Beispiel irgendwelche Gravuren in eine Granitplatte machen könnte. Von denen gibt es auch wieder 20 Stück in verschiedensten Formen. Wir haben Kegel, wir haben Spitzen, wir haben Fastkugeln, wir haben wortwörtliche Kugeln, Widerspitzen und so Ovale. Das letzte, was ich mir gekauft habe, ist eine Oberflächenfräse, also fast wie ein Flycutter. Falls man zum Beispiel ein Material hat, was nicht plan auf der Oberfläche ist, kann man diesen Fräser einspannen, einmal entlangfahren und dann hat man eine ebene Oberfläche. Das Problem, ihr seht, dass hier der Schaft deutlich dicker ist als bei den anderen Fräsern. Deswegen brauche ich auch ein neues Spannfutter dafür, das sind in dem Fall 6 mm. Die kann man einfach ersetzen in der Fräse und dann damit einfach weitermachen. Ist natürlich ein extra Schritt, den man machen muss, aber falls man das braucht, ist es die beste Möglichkeit, weil damit geht es 1000-mal schneller als mit einem 3 mm Bohrer, mit einem 3 mm Fräser die Oberfläche plan zu fräsen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich noch größere Fräser zu kaufen. Zum Beispiel habe ich hier einen abgebrochenen Fräser gefunden, der auch 6 mm hat. Man kann sich sehr, sehr viele von denen im Internet kaufen. Die meisten haben einen 6 mm Schaft. Aber da wir normalerweise hier überall mit 3 mm arbeiten, kann man natürlich mit den 6 mm, erstens hat man da den doppelten Aufwand für das Ein- und Aussetzen oder Ein- und Ausbauen der Fräser, aber auch natürlich, man kann nicht so filigran arbeiten, dass man in ganz, ganz feine Ecken kommt. Deswegen sind 6 mm oder 6 mm Fräser gleichzeitig haben Vorteile und auch Nachteile. Sie sind stabiler, mehr Material kann entfernt werden, aber natürlich nur für den Roughing Pass, so gesagt. Das war also mein ganzes Arsenal von den verschiedenen Fräsern. Hier habe ich noch ein kleines Beispiel von dem einen Versuch, wo ich versucht habe, Aluminium zu fräsen. Man sieht, das N und das A ist fast schon mehr geschmolzen, als eigentlich wirklich rausgefräst. Und die Ungenauigkeit ist sehr, sehr hoch. Also das ist insbesondere jetzt für den Aluminiumversuch mit den Kugelköpfen. Aber man muss bedenken, hier habe ich gar kein Öl verwendet. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, was die Feeds und Speeds waren. Aber auf jeden Fall, das war ein kläglicher Versuch. Und man sieht, dass man hier auf anderen Materialien, also auch auf Aluminium, deutlich die Form erkennen kann, die ich angefangen habe rauszufräsen. Und hier
ist es nicht so gewesen, dass das Aluminium geschmolzen ist, sondern man sieht hier sogar noch die einzelnen Aluminiumspäne. Aber zum Aluminiumfräsen kommt später nochmal ein Video. Das heißt zusammengefasst, falls man sich da an das ganze Thema von den Bits rantasten möchte, man kann sich einfach, oder sagen wir mal, die mitgeliefert worden sind, damit kann man volle Pulle erstmal alle kaputt machen und danach sich für ungefähr 40 Euro dieses ganze Set kaufen. Da gibt es alles, was man braucht. Wir haben die Corn Shape, blau und gelb und natürlich die die Flat End und die Ball Nose Fräser. Den Fräser bekommt man, glaube ich, nicht kaputt. Deswegen kann man sich den auch einmal kaufen und für immer behalten. Und wir machen jetzt erstmal einen Test, um zu sehen, wie verhält sich das Holz für jeweils einen einzelnen Fräser, den wir benutzen. Also wir testen jetzt jedes Mal einen Fräser und schauen, wie dann das Holz am Ende aussieht. Dafür springen wir zurück zum Computer. Für den eigentlichen Test werden wir so ein Bauteil fräsen. Das heißt, wenn wir uns das von oben anschauen, sehen wir einmal hier einen Kreis. Danach geht es über zu einem Rechteck. Und hier haben wir unten einen kleinen Zipfel. Das soll so gesagt eine mehr oder weniger organische Form darspielen. Wenn wir das also einmal simulieren, sehen wir, wir fangen bei unserem Kreis an. Danach haben wir hier so gesagt eine Schneckenbewegung. Wir können das auch ein bisschen schneller machen. Dann gehen wir über zu dem Rechteck. Und hier am Ende haben wir eine relativ scharfe Spitze. Diesen Toolpath werden wir für die meisten von den Bits abfahren. Aber für die beiden Engraving Bits werden wir einen anderen Toolpath abfahren. Hier haben wir einfach nur einen Trace, so gesagt. Also eine Linie direkt, die wir abfahren werden. Das heißt, wir können das auch einmal simulieren und sehen, wir gehen einmal außen rum und fahren dann diese Linien einmal mit unserer, wenn wir das von vorne anschauen, mit unserer spitzen Engraving-Bit einmal ab. Also einmal mit dem, was wir mitgeliefert bekommen haben und einmal auch mit dem Diamantenfräser. Hier habe ich mal einen Versuch gemacht, in einer relativ dünnen Aluminiumplatte, so gesagt, ein Schild einzufräsen. Und das wurde gemacht mit dem blauen, also mit dem blauen Corn Dog Endmill. Das heißt mit diesem rotierenden Fräser. Man sieht, dass die Oberflächenqualität sehr, sehr schlecht ist und es war mega laut, war komplette Katastrophe so gesagt, mit dem zu fräsen. Es ist aber möglich, aber ich würde es definitiv nicht empfehlen und definitiv nicht auf so sehr, sehr dünnen Aluminiumplatten. Falls man Aluminium fräsen möchte, dann empfehle ich aus diesem Set die Two-Fluid Spiral Ball-Nose und die Two-Fluid Spiral Flat-Nose Endmills. Also die sind definitiv dafür geeignet. 10 Stück kann man ordentlich durchtesten, was da das Beste ist von der Geschwindigkeit und von der Oberflächenqualität und muss sich nicht Sorgen machen, dass man den 3mm Corn Dog Fräser kaputt macht. Für den Versuch werden wir in echtem Holz fräsen, also nicht in der Spanplatte vom letzten Video. Deswegen Spanplatte weg und geleimtes Holz drauf. Test Nummer 1 verläuft mit einem Kugelfräser. Test Nummer 2 verläuft mit einem einfachen Flat End Mill, also mit dem flachen Fräser. Test Nummer 3 hat unsere Corn Dog Bits, die blauen in dem Fall. Test Nummer 4 verläuft mit dem Kompressionsfräser, also mit dem Up- und Downcut Bit. Test Nummer 5 ist unser V-Carve, das heißt, da machen wir es mit dem Metall. Wird relativ schnell gehen. Und der letzte Test ist mit dem Diamantfräser. Ist nicht fürs Holz gedacht, ganz wichtig. Aber wir testen es trotzdem mal. Kugelfräser, Start. Analyse des Kugelkopfes. Der Kugelkopf an sich ist sehr, sehr, also kühl, natürlich hat ein bisschen Reibung erfahren, aber an sich sehr kühl. Die Späne, wenn wir uns die mal anschauen, die haben schon eine Spanform. Also es ist nicht nur Pulver, was rausgekommen ist, sondern man sieht die Form von den einzelnen Spänen. Jetzt saugen wir das alles einmal weg und schauen uns mal ein bisschen genauer die Kantenqualität an.
Und hier sehen wir gleich diesen Fall des Ausfransens. Also wir haben hier oben zum Beispiel diese kleine Holzäderchen, sagen wir mal so, die nicht abgeschnitten wurden, sondern einfach nach oben rausgezogen worden sind. An sich ist die Fläche aber trotzdem relativ sauber rausgefräst worden. Das Wichtige, was wir natürlich wissen müssen, wenn wir mit einem Kugelfräser fräsen und eine relativ starke Überlappung von einem Pfad zum anderen Pfad haben, ist, dass wenn man mit dem Finger hier drüber fährt, merkt man, dass der Boden unserer ausgefrästen Tasche hier nicht 100% eben ist. Das ist, weil der Radius natürlich von dem Kugelfräser keine plane Fläche erschaffen kann. Aber wir lassen es einfach mal jetzt so, wie es ist und wechseln zu dem nächsten Fräser. Das ist genau der gleiche Fräser wie, also genau das gleiche Gebilde vom Fräser wie davor, aber diesmal mit einem flachen Ende. Spannen den wieder ein. Und lassen jetzt genau den gleichen G-Code nochmal laufen. Test Nummer 2 mit dem flachen Ende. Test Nummer 2 mit dem Flat End Mill ist auch komplett. Wenn wir uns hier wieder die Späne anschauen, sehen wir auch mehr eine Spanform als eine Pulverform. Ist auch alles sehr, sehr am Platz geblieben, also ohne viel Staub. Wir saugen das alles einmal weg und schauen uns jetzt mal nochmal die Kanten an. Und auch hier sehen wir genau das gleiche Problem, was wir beim ersten Schnitt hatten, weil wir eine Upcut-Bit verwenden, also eine Bit, das ganze Material nach oben zieht, haben wir hier wieder dieses Ausfransen im Holz. An den Stellen, jetzt habe ich es abgebrochen, an den Stellen, wo nichts ausfransen kann, also in dem Fall hier zum Beispiel am Ast, da ist nichts ausgefranst, also bei sehr harten Materialien sind diese Fräser eigentlich sehr, sehr gut. Aber in diesem Fall für dieses Holz, das ist ein sehr, sehr weiches Holz, ich glaube, das ist geleimte Fichte, sind diese zwei Fräser, also der Kugelkopf und der Flat End Mill, in diesem Fall nicht dafür geeignet. Test Nummer 3, diesmal mit dem Nano Blue Coating von der Corn Dog End Mill. Und wir fahren wieder genau den gleichen G-Code ab wie davor. Das war also unser Corn Dog Maiskolben Raspelfräser. Wenn wir uns jetzt hier den Staub anschauen, sehen wir, dass wir absolut gar keine Späne haben. Das heißt, wir haben eine reinste Staubbombe erschaffen, die auch ordentlich viel Hitze noch in sich selbst speichert, weil die Späne natürlich nicht so gut evakuiert werden. Das heißt, wir saugen einfach wieder alles nochmal ab und schauen uns wieder die Kanten einmal an. Und wir sehen, dass wir hier genau das gleiche Problem haben, dass wir dieses Ausfransen haben. Der Boden von unserer Aussparung hat eine relativ gute Qualität, ist aber nicht so gut wie die mit dem Plan, nicht mit dem Planfräser, sondern mit dem Flat End Mill, die wir davor hatten. Also hier, vielleicht sieht man das sogar ein bisschen auf Kamera, spürt man wortwörtlich diese ganzen Rillen, die übrig gelassen sind. Hier ist alles komplett flach und hier hat alles so, man könnte das fast wie so eine pelzige Struktur beschreiben. Aber wir sehen, in allen drei Fällen haben wir das Ausfransen. Und jetzt ist natürlich die Frage, schaffen wir das, indem wir unsere Compression Bit verwenden, dieses Ausfransen zu minimieren und gleichzeitig eine sehr gute Oberflächenqualität herzustellen. Test Nummer 4 mit der Compression Bit. Wenn wir uns die Späne von unserer Compression Bit anschauen, sehen wir, dass wir einen Mix haben, so gesagt, fast von den beiden Elementen, die wir davor hatten. Das heißt, wir haben schon Späne, die sind jetzt ein bisschen verschwunden, wir haben Späne in Spanform, aber wir haben auch sehr, sehr viel kleine Späne, also fast schon Staub, genauso wie beim Corn Dog Bit. Das heißt, wir
staubsaugen das alles einmal weg und schauen uns jetzt gleich wieder die Oberflächenqualität an. Und wir sehen, wie erwartet, haben wir viel, viel geringeres Ausfransen, als wir davor hatten. Weil der obere Teil von unserer Fräse drückt das Holz nach unten, während der untere Teil sie nach oben drückt. Das heißt, wir haben eine perfekte Oberflächenqualität auf der Innenseite und wir haben auch eine sehr, sehr gute Qualität an unseren Kanten. Ab und zu, zum Beispiel hier sieht man das ein bisschen, haben wir Ausfransen, aber das ist weit nicht das, was wir bei den drei Bits davor gesehen haben. Das heißt, wenn man sehr viel Holzarbeit macht, lohnen sich diese Compression Bits auf jeden Fall. Und ich habe bis jetzt immer nur mit der einen gearbeitet, das heißt, die anderen wurden noch nicht mal berührt und dieser Fräser macht für mich die ganze Arbeit. Das war jetzt also der Test für die drei Fräser und jetzt gehen wir über zu den V-Carve Bits. Test Nummer 4 mit der V-Carve Bit. Also bei unserem 15 Grad V-Carve Bit ist die Oberfläche an sich sehr, sehr gut. Also wir haben kein starkes Ausfransen. Das einzige Problem, was jetzt bei diesem Pfad insbesondere ist, ist, dass die Späne nicht ganz komplett abgeschnitten werden, dort wo die V-Bit entlang fährt. Das heißt, wir sehen innen drin immer noch diese kleinen Späne, die anhaften an das Material. Das lässt sich ganz leicht lösen, indem man einfach einen zweiten Pfad macht oder einen viel langsameren Pfad macht. Also je langsamer, desto besser werden diese Späne abgeschnitten und viel genauer ist dann auch die letztendliche Form, die abgefahren wird. Weil wir sehen hier an den Spitzen ein bisschen, wurde sie weggedrückt vom Holz, weil sich hier sehr oft durch die Wachsrichtung des Holzes verschiedene Härtegrade im Holz gebildet haben. Und deswegen war das hier ein bisschen schwer für die V-Carve-Bit da durchzukommen. Aber wenn man das nicht so tief und nicht so schnell macht wie in diesem Fall, es waren 3 mm Tiefe mit 1000 mm pro Minute. Wenn man das viel, viel langsamer macht, kommt auch ein viel besseres Ergebnis dabei raus. Nun folgt der letzte Test mit dem Diamantencutter. Ich möchte nochmal ganz explizit darauf hinweisen, dieser Diamantenfräser ist nicht für Holz gedacht und wahrscheinlich auch mit den komplett falschen Geschwindigkeiten und mit den komplett falschen Belastungen. Das heißt, falls da jetzt was kaputt geht, ist es nicht die Schuld vom Fräser, sondern wahrscheinlich meine Schuld, weil ich den nicht so benutzen sollte. Aber wir testen es mal trotzdem und schauen, was dabei rauskommt. Ich habe den Versuch gestoppt, weil ich gesehen habe, wie sich die Spindel verbiegt und dass der Diamantfräser eigentlich gar nicht fräst, wie er natürlich auch nicht dafür geschaffen ist, sondern sich einfach durchreibt und man hat gesehen, wie Rauch aufgestiegen ist und wenn man sich die Farbe natürlich anschaut, sieht man, dass der ganze Pfad komplett ausgebrannt ist, also wir haben wirkliche Brandstellen und deswegen wollte ich jetzt nicht den ganzen Keller verrauchen und habe es deswegen abgebrochen. Also es geht, dass man sich dadurch zwingt, alles wird rauchen, die Oberflächenqualität ist schrecklich, aber theoretisch ist es möglich, aber definitiv nicht empfehlenswert. Natürlich könnte man jetzt sich denken, wenn man bei den ersten drei Fräsern so ein riesengroßes Ausfransen, insbesondere mit Holz hat, warum sollte man die dann überhaupt benutzen und nicht einfach gleich zur Kompressionsbit übergehen? An sich muss man, wenn man bereit ist, ein bisschen Nacharbeit zu machen und zum Beispiel diese Sachen einfach wegzuschleifen, was sehr, sehr schnell geht, kommt am Ende genau das gleiche Ergebnis raus wie bei der Compression Bit. Das heißt, wir fräsen das, wir schleifen das einmal schnell weg und schauen uns dann einmal noch die Kanten an. Und wir sehen, wie ein einfaches Nachschleifen schon die Qualität deutlich verbessert hat. Das heißt, hier sind wir alle Fransen losgeworden. Hier sind ein paar nach innen geknickt, die wir nicht wegbekommen haben. Hier genau das Gleiche. Oben alles perfekt, hier in der Ecke ein bisschen unten. Und auf dem, wo wir den Corn Dog Fräser verwendet haben, ist auch alles fast perfekt geworden. Jetzt sieht man auch hier nochmal ein bisschen besser diese Rillen, die sich entwickelt haben durch den Kugelfräser.
Hier haben wir eine perfekte Oberfläche. Hier haben wir diesen Pelz, der sich durch den CoinDog-Fräser entwickelt hat. Und hier haben wir wirklich die beste Qualität von allen dreien. Man kann auch nochmal hier drüber schleifen, um die Qualität ein bisschen zu verbessern. Das habe ich jetzt erstmal weggelassen, weil das Video war eigentlich nur ein Test für, was man alles machen kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und einen kleinen Eindruck gegeben, für was man mit welchen Fräsern machen kann, wie sie sich verhalten und für was sie zu verwenden sind. Falls ihr Fragen habt zu bestimmten Materialien, zu Speeds und Feeds und Overlap und sonst irgendwas, also alles, was mit dem Programmieren von dem eigentlichen G-Code zu tun hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. In den nächsten Videos werden wir uns vielleicht mit Aluminium befassen oder falls ihr bestimmte Themen habt, die ihr sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde es versuchen, darüber ein Video zu machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.